Hallo, lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam anschauen im Kollektive, ne? Das ist ja klar. Was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten in Sache Liebe? Was wird auf dich zutreffen? Was passiert, ne? Bitte bedenke, lieber Schütze, dass nicht immer alles wortwörtlich mit dir in Resonanz gehen kann. Das ist ja klar. Und ich bitte dich, hör dir auch deine Aszendent, dein Mondsternzeichen, die sind auch sehr wichtig, ne? Und dein Venussternzeichen, ne? Und falls du jetzt irgendwie welche Fragen hast, ne, wo du jetzt dein Aszendent oder dein Mondsternzeichen findest, auch wie dein Venussternzeichen, kannst du das gerne auch schreiben. Wie gesagt, ich habe das letztens auch jemandem gesagt, der das nicht wusste. Es gibt ja eigentlich bestimmte Seiten, ne, wo du das Ganze ausrechnen kannst. Weil das ist ja auch wichtig, spielt auch seine Rolle, ne? Das ist ja klar, du bist nicht umsonst, ne, in dieser bestimmten Uhrzeit geboren, an diesem bestimmten Tag, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten, lieber Schütze. Ich fange gleich an mit den Orakelkarten. Und zwar werden wir jetzt schauen, ne, was dich erwartet. Was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten für den lieben Schütze im Kollektive? Ne? Das ist ja klar. Mal schauen, was die Karten uns geben. Eine Situation, wo sehr kompliziert ist. Hier ist jemand, der nicht spricht, der leise ist, der einfach, wie kann man das sagen, keinen Ton von sich gibt. Ne? Okay, du musst hier vorsichtig sein. Lieber Schütze, es könnte gut sein, dass hier jemand versucht, die Situation zu manipulieren. Das ist so, als ob du hier Zeichen bekommst, ne? Die Engel, du weißt ganz genau, die Geistführer könnten dir hier Signale senden, ne? Das ist ja klar, wenn du auch Numerologie siehst, wenn du Zeichen siehst. Ich mache dir mal ein Beispiel, ne? Stell dir mal vor, du hast ein Date mit jemandem, ne? Und bei diesem Date passiert irgendwie etwas, ne? Und du kannst nicht auf diesen Date gehen. Dann ist es schon mal ein Signal. Das ist eine Warnung. Du sollst dich nicht mit dieser Person treffen. Ich weiß, das hört sich auch ein bisschen komisch an, aber das ist so. Also, ich mache dir noch mal ein Beispiel, ne? Also, dass du das verstehst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie im Auto schon drin bist, ne? Und du bist gerade direkt, ne, an diesem Date, ne? Du bist verabredet und du kannst es kaum erwarten und plötzlich geht dein Auto nicht an oder dein Motor hat versagt, ne? Das sind Beispiele, ne, lieber Schütze, bitte nehme sie mit der Pinzette. Aber das sind Warnungen, ne? Warnungen, weil hier ist irgendeine Situation, die sehr kompliziert ist, ne? Und wir haben hier einer, der hier irgendwie keinen Ton von sich gibt, der einfach jetzt auf der anderen Seite einfach ruhig ist, ne? Nichts von sich preisgibt. Und dann haben wir hier auch jemand, der dich manipulieren möchte oder diese Situation manipuliert. Ne? Lieber Schütze, das weißt du am besten, was du jetzt gerade für eine Situation hast. Es können auch andere Menschen sein, eine dritte Person, die jetzt gerade diese Situation manipuliert. Mal schauen, was wir drunter haben. Ja, und vor allem hast du hier auch jemand, der dir die Schuld schiebt. Ne? Das ist ja klar. Also jemand, der sagt, du bist schuldig. Und in diesem Moment, ne, wo er sagt oder sie sagt, du bist schuldig, ist er genauso schuldig. Ne? Das ist eine Projektion. Du projizierst etwas in den anderen. Ne? Das ist ja klar. Das ist immer einfach, den Finger zu zeigen an den anderen. Du bist schuldig, obwohl die Schuld beide haben, sage ich immer. Ne? Es kommt immer drauf an. Ne? Das ist ja klar. Wenn du jetzt sagst, er hat mich betrogen oder sie hat mich betrogen, klar, du hast eigentlich, sagen wir mal so, keine Schuld. Das sind Dinge, die du einfach verstehen solltest in dir. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ne? Das hat jetzt eher mit dieser spirituellen Ebene zu tun. Ne? Wenn du das nicht praktizierst, dann weißt du das auch nicht. Ne? Das ist ja klar, weil man erweckt immer einfach Traumen in sich, ne? Innen. Man wendet sich immer nach innen. Aber was diese Person gerade hier tut, ist den Finger zeigen auf dich. Ne? Das ist so, als ob hier sagt, du bist schuldig. Ne? Oder ich gebe dir nur die Schuld, das, was alles passiert ist. Das ist ja klar. Das könnte aber auch gut sein, dass du hier sagst, ja, ich gebe dieser Person die Schuld, weil diese Person hat sich falsch benommen. Das könnte ja auch gut sein in den nächsten 3 Monaten. Oh, okay, die ist jetzt gefallen, aber guck mal. Ich sehe hier, dass zwischen euch zwei
Entweder ihr werdet einander wieder treffen oder ihr werdet hier wieder ein Pärchen sein. Das kommt immer drauf an, ne? Wer hier die Situation manipuliert. Das könnten ja auch Menschen sein, die irgendwie seinen Finger in diese Beziehung haben. Das ist ja klar. Weil du hast hier auch Tempo di fare delle pulizie. Du musst jetzt einfach Menschen entfernen, die einfach nicht mehr in deinem Leben zu tun haben. Du musst hier Situationen entfernen, aber das siehst du perfekt, ne? Das arbeitet hier perfekt in Resonanz, weil das sind Menschen, die einfach nicht korrekt sind, Menschen, die dich manipulieren wollen. Und mit Menschen, die so eine Energie haben, kannst du einfach nicht zusammenleben. Das ist ja klar. Freunde, das könnten auch hier Familie sein. Das ist ja klar. Wer sagt, also das ist immer so eine Sache, die ich auch immer wieder höre, ne? Nicht nur ich, auch wenn ich jetzt mit Kollegen darüber rede, ja, aber die Familie macht doch sowas nicht oder die Familie sollte zu einem halten. Das ist eine Sache, die wir gewohnt sind. Das sind einfach Dinge, die uns beigebracht wurden, dass die Familie eigentlich sozusagen immer wie sagt man das, hinhalten sollte. Aber das ist nicht immer so, ne? Gerade andersrum, ne? Gerade die Familie ist die diesen, wie sagt man das, l'ostacolo, dieses große Hindernis. Manchmal kann auch deine Familie das große Hindernis sein, ne? Und du verstehst das einfach nicht. Das gibt's auch, ne? Denk nicht nur, weil jetzt diese Person mit dir Blutsverwandtschaft ist, weil du musst so überlegen. Ihr seid Blut. Vom Blut Verwandte, das ist ja klar, Blutverwandtschaft, aber die Seele von dieser Person hat mit dir nichts zu tun. Ne? Das darfst du einfach dir sozusagen einprägen. Das ist eine wichtige Sache. Diese Person ist einfach gerade in diesem Moment auch, hat sich auch inkarniert, ist gerade auch in deiner Familie, aber das heißt nicht, dass ihr von der Seele her, ne, miteinander kollaborieren solltet. Ne? Das gibt es ja auch. Es gibt auch Seelen, die miteinander sich inkarnieren. Die sich auch gegenseitig unterstützen, aber es gibt Seelen, die einem auch als Hindernis dastehen. Ne? Also da würde ich mir wirklich vorsichtig sein. Ne? Das ist wirklich immer dieses Gespräch, da muss man wirklich aufpassen. Ne? Also von dem her, lieber Schütze, du musst hier schauen, dass du hier Menschen entfernst von deinem Umfeld, die einfach nicht zu dir passen, die einfach, sagen wir mal, auch eine toxische Energie habe, ne? Ich nenne das immer mit diesem Vampir, ne? Vampirismo. Die nehmen deine Energie, ne? Da musst du wirklich vorsichtig sein, ne, lieber Schütze. Okay, weil hier haben wir schon wirklich eine Situation, die auch sehr kompliziert ist, ne? Bitte setze das da um, wo du das brauchst. Okay, jetzt schauen wir weiter. Wie gesagt, das könnte auch gut sein, dass ihr gerade hier kämpfen müsst, ne? Weil guck mal, da hast du auch dieses wieder zusammenkommen. Ne? Das könnte ja auch gut sein, dass ihr gerade hier einfach Komplikationen habt wegen anderen Menschen. Ne? Das ist ja klar. Der Umfeld, der spielt hier auch eine große Rolle. Ne? Das ist ja klar. Okay, in den nächsten 3 Monaten, was passiert hier für unsere Schützenmenschen? Ne? Für meine Schützenmenschen schauen wir uns das Ganze an. Okay, hier sind ein paar Karten runtergefallen. Ja, und guck mal, Affetto, das könnte hier gut sein, wirklich. Also das ist hier im Klaren. Guck mal, wie das hier rauskommt. Zuneigung, das hast du eigentlich mit der Familie. Und gerade da, ne, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, das gibt viele solche Menschen. Ne? Du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie viele von diesen Verwandten, ne, du denkst, das ist deine Familie, Bruder, Schwester, aber gerade diese Personen, ne, ich sage immer, die geben dir diesen Messerstich, ne, hinterm Rücken. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und gerade da hast du Dolore, ne, Schmerzen. Du hast hier wirklich einen sehr großen Schmerz. Irgendjemand, der einfach nicht korrekt war, irgendjemand, der hier einfach dir diesen Schmerzen zugefügt hat. Wie gesagt, bitte setze das um. Das könnte jetzt dein Ex sein, das könnte aber auch jemand von der Familie sein oder einen guten Freund, den du dir einfach nicht vorgestellt hast, ne? Weil, wie gesagt, Generosità. Am Anfang ist jeder nett, ne? Am Anfang hat jeder diese, wie sagt man das? Wie kann man das jetzt sagen? Ich überlege gerade, lieber Schütze. Ja, nett zu sein, ich kümmere mich um dich. Das ist nur eine, wie sagt man das,
Spielerei, ne, das ist eine Maske, die man trägt, ne, so kommt man auf dich zu, ne, mit diesem Falschdasein. Das ist das, was hier gemeint wird, ne. Das ist gar nicht das, was du dir vorstellst. Und dann musst du damit rechnen, ne, das ist ja dieses Urteilsvermögen, musst du einfach in dir hineingehen und die Situation dir besser anschauen. Mit wem bin ich? Wer ist in meiner Nähe? Möchte ich überhaupt mit diesen Menschen zu tun haben? Weil die Karten kommen hier wirklich in Resonanz. Wow, das ist ja der Wahnsinn, ne? Jemand, der was vorspielt. Guck mal, hier ist jemand nett. Ne? Ich kann jetzt dieses Wort nicht übersetzen. Generosità, Gutmütigkeit. Gutmütigkeit, man ist hier gutmütig. Das könnte auch gut sein. Du warst zu gutmütig. Das wurde ausgenutzt. Ne? Das ist ja auch klar. Du hast das Gute getan. Das ist ja klar. Und dann plötzlich hast du das sozusagen, ich möchte jetzt nicht das Wort benutzen. Sagen wir mal, hinterm Rücken. Ne? Hinterm Rücken hat man dir ein Messer gestochen. Ne? Und ja. Und jetzt musst du einfach schauen, ne, dass du diese Situation, diese Menschen, ne, die einfach nicht in deinem Leben gehören, dass du hier diesen Großputz machst. Ne? Wie gesagt, hier hast du vorhin das auch gehabt. Ne? Guck mal, passt doch perfekt. Du musst hier einen Großputz machen. Ne? Leute, Menschen, die einfach nicht in deinem Leben gehören, einfach wegputzen. Ne? Diese Energie muss hier gereinigt werden. Das ist ja klar. Und das kannst du nur machen, weil ich sehe hier, dass du sehr viel, ne, sehr viel gelitten hast. Und wie gesagt, das könnte auch gut sein, dass du jetzt in diesen nächsten 3 Monaten, ne, hier eine Situation haben wirst, in der du viel leiden könntest. Ne? Und dann entscheidest du hier, einen Großputz zu machen. Ne? Okay, du kommst weg, du kommst weg, du gehörst nicht zu mir oder du hast nicht die gleiche Idee so wie ich. Ne? Oder hier haben wir jemand, der einfach, ne, versucht, dich zu manipulieren. Das ist ja eindeutig. Ne? Jemand, der dir einfach sagt, das, was du machen musst. Ne? Das ist ja klar. Also bitte setze das um. Guck mal, du hast hier einen Louis. Es geht hier um diesen Mann. Das könnte hier aber auch deine Energie sein. Oder, guck mal, ganz einfach, Isolamento. Hier hat sich jemand isoliert. Das könnte auch gut sein, dass ihr auseinandergegangen seid wegen andere Personen. Und der Mann hat sich hier isoliert. Wir haben hier eine Energie, guck mal, Cesare del Silenzio, das passt ja perfekt. Dieser Mann spricht nicht, ne, über seine Gefühle. Dieser Mann hat sich einfach isoliert. Hat auch Ängste, ne, wurde genauso verletzt. Das kommt ja immer drauf an, was ist hier passiert. Ne? Wenn das hier andere Menschen waren oder dieser Mann hat dir Schmerzen zugefügt und du tust dich isolieren, ne? Du wirst dich isolieren. Das ist ja klar, das passiert in den nächsten 3 Monaten. Ich habe ja gesagt, ich sehe hier und jetzt. Das ist ja klar. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das schon passiert ist, aber ich habe hier auch Neuigkeiten. Ich habe hier auch, wie sagt man das, wenn jemand dir schreibt, ne, wenn jemand versucht, hier auf dich zuzutreffen, ne, wie ich ja vorhin gesagt habe, das könnte auch gut sein, dass ihr hier wieder miteinander zusammenkommt, ne, falls sich eine dritte Person eingemischt hat. Diese dritte Person hier, das sozusagen den Finger in dieser Beziehung gehabt hat. Das könnte auch gut sein, weil, wie gesagt, das ist ja klar. Wenn sich hier eine dritte Person eingemischt hat, dann hat sie das alles verursacht, ne? Und kein Wunder, dass sich hier der Mann isoliert oder du isolierst dich hier, falls du jetzt die Frau bist. Das ist ja klar, die meisten sind Frauen, die sich diese Legung anschauen. Das kommt aber immer drauf an, ne? Weil, wie gesagt, du musst hier einfach Menschen entfernen, die einfach nicht zu dir gehören mehr. Die tun dir weh, sie tun nicht das Richtige für dich. Und du bist hier einfach zu gutmütig oder du gibst zu viel her. Da musst du vorsichtig sein, ne? Lieber Schütze, das kann auch Familie sein. Das habe ich schon gesagt, ne? Das ist ja klar. Bitte sei einfach offen. Schau es dir an, ne? Valutiere ganz gut. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Tarotkarten. Was passiert in den nächsten 3 Monaten für unsere Schützenmenschen da draußen, ne? Was wird auf dich zutreffen im Kollektiven? Die Sonne, mal schauen. Aha, ja.
Okay, das wird hier gar keine Aufklärung sein, ne? Also ich vermute ganz stark, jemand möchte hier aufklären. Das könnte auch gut sein, dieser Er, der hier irgendwie zurückkommen möchte, mit dir das klären möchte. Das könnte aber auch jemand sein, wie gesagt, von der Familie, diese dritte Person. Bitte nimm das einfach, was du brauchst und setze das um. Das ist ja klar. Jemand, mit dem du hier gestritten hast. Aber ich glaube nicht, dass hier eine neue Lösung gefunden wird. Falls du jetzt sagst, ja, ne, das hat jetzt nichts mit diesem Mann zu tun oder mit dieser Frau, sondern das war hier diese dritte Person, dann schon. Dann haben wir hier auch diesen Neustart. Dann könnte es gut sein, dass hier ein Neustart beginnen könnte, ne, zwischen euch zwei. Das könnte aber auch gut sein, dass es hier deine Energie ist, dass du sagst, nö. Ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, ne? Ich gehe jetzt hier meinen Weg, ne? Mit diesem Na. Total. Ich fange hier etwas Neues an. Ich möchte mit dieser Person einfach nichts mehr zu tun haben. Der Na ist auch immer eine jüngere Person, ne? Das könnte auch gut sein. Hier ist ein Altersunterschied, ne? Du bist jünger oder die Person gegenüber von dir ist jünger. Das könnte aber auch gut sein, was mir hier kommuniziert wird. Das ist ja klar, wir sind ganz viele Menschen da draußen. Du könntest hier auch Mama sein oder den Vater sein, ne, von dieser Person. Es geht hier um deine Tochter, es geht hier um deinen Sohn. Machst dir hier Sorgen, du hast hier gelitten, ne, was alles passiert ist. Das könnte auch gut sein. Oder du hast hier irgendein Problem gehabt mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter. Das gibt es ja auch, weil, wie gesagt, fünf der Stäbe und diesen Na, mit jemandem Jüngeren, ne? Sagen wir mal die Familie von ihm oder die Familie von ihr, ne? Das gibt es ja auch, solche Menschen, die einfach jetzt, sagen wir mal, ältere Kinder haben, und die ältere Kinder machen dann auch Stress, machen dann auch Probleme. Das ist ja klar, ne? Und das passiert hier in den nächsten 3 Monaten, ne? Da musst du wirklich vorsichtig sein, ne, lieber Schütze, wem du in deinem Leben einfach hast, ne? Und valutiere das sehr, sehr gut, ne, bevor du hier einfach zu gutmütig bist. Okay, jetzt schauen wir mal mit den Sternzeichenkarten, den Zodiac-Karten. Wer kommt in deinem Leben in den nächsten 3 Monaten? Mit wem wirst du zu tun haben? Mal schauen, welche Sternzeichen uns gegeben werden, ne? Das ist ja klar. Jetzt habe ich schon mal Fische gesehen. Guck mal, hier hast du Fische. Da hast du alle Wasserelemente. Dann hast du hier nochmal Wasserelement. Du hast hier Fische und du hast hier Waage. Also Krebs, Fische und Skorpion. Und hier hast du Fische, genauso wie hier. Das ist, also hier bist du sehr im Wasserbereich, ne? Das ist alles mit den Emotionen verbunden. Das könnte aber auch gut sein, dass du hier dein Aszendent, dein Mondsternzeichen oder dein Venussternzeichen hast, ne? Bitte valutiere und dann setze das um, weil ich sage das immer wieder: Die Karten haben keine Macht auf dich. Also das ist so eine Sache, die ist wirklich, wie sagt man das, konstant. Die Menschen denken, dass die Karten eine Macht haben. Die Karten haben keine Macht auf dich. Das ist nur ein Instrument, um zu meditieren. Das ist ja klar. Die Karten zeigen dir nur, ne? Es gibt verschiedene Wege, ne? Es ist ja klar. Es gibt diese Dimension, aber es gibt gleichzeitig andere Dimensionen. Und die Seele, das ist ja das, was wir immer hier sehen. Die Seele sieht alles hier und jetzt, ne? Und die Geistführer, das ist noch mal eine Sache, ne? Die kommunizieren mit einem, die sagen dir Informationen, aber das hat jetzt nicht mit der Seele zu tun, ne? Das sagt ja schon das Wort Seele und Geistführer, ne? Das ist ja klar. Also bitte nimm nur das, was mit dir in Resonanz gehen kann. Das ist sehr wichtig, lieber Schütze. Und dann setze das um, ne? Du kannst gerne kommentieren. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Das ist ja klar. Ich bitte dich, ne, bevor du hier eine Entscheidung nimmst, bitte überleg es dir ganz, ganz gut, ne? Lieber Schütze, das ist ein Tipp von mir, auch von den Karten, ne? Wie gesagt, okay, pass auf dich auf. Mach's gut. Wir sehen uns bald. Tschüss.